Polka, Walzer, Champagner. Komödie, die Musik mit den Sängern und Schauspielern zu arbeiten. Energie, sie ist eine komplette Künstlerin, ganz intelligent, mit vielen wunderbaren Ideen. Oh, Humor, Humor, Humor. Und Intelligenz nicht, oder was? Humor, Humor, Humor. An meinem Geburtstag vor 3 Wochen. Von Bier und Wanda. Ich bin immer berauscht, vom Liebe berauscht. Ich war auf einem Wanderkonzert an meinem Geburtstag mit meinem Mann. Rausch. Nein. Ja. Nein, gar nicht. Also, es gibt diesen Anteil an mir, aber ich arbeite dagegen an. Lieblingsmaske, eine Tenormaske. Meine Brille. Habe ich nicht. Beides, deswegen ist es so interessant, weil sie kann dann von einer zu den anderen gehen und inzwischen noch viele andere Rollen und Charaktere und Farben finden. So, deswegen ist ganz reich. Da er immer der Mensch ist, der er ist, kann er von mir aus sein, was er möchte. Mit Rolando Villazón. In einer Produktion von Rolando Villazón zu spielen. Ich würde sagen, ein riesiges Fassbier. Proben. Proben sind viel schöner. Nicht immer. Nee, nicht immer. Wirklich nicht. Aber bei Neuproduktionen meistens die Proben. Aber natürlich liebe ich als Sänger eine Vorstellung und mit dem Publikum. Weil dann das Publikum bringt eine besondere Energie zu einer Vorstellung. Die gibt es nie in einer Probe. Es geht für mich, Flemmers war ein Spiegel von wer wir sind, um zu lachen über die Sachen, die sind nicht so schön. Ich glaube, für Rosalinde ist dieser Tag in ihrem Leben ein Wendepunkt. Und dass wir müssen dann mit anderen Augen alles, was wir nehmen als unsere Realität, mit anderen Augen zu sehen, um zu wissen, was geht und was geht nicht. Nein, leider nicht. No, das Leben ist gar nicht ein Walzer. Das Leben ist viele Sachen. Das Leben ist eine Tanzschule. Manchmal, irgendwann kann ein Walzer sein. Und wenn es ein Walzer ist, man kann tanzen.